Seit vielen Jahrzehnten suchen wir Menschen nach außerirdischem Leben und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Eine Idee ist es, Botschaften ins All zu schicken und mögliche Lebewesen dort über unsere Existenz zu informieren. Mitte Oktober wurde jetzt eine Radiowellenbotschaften an den Planeten GJ273b gesendet. Außerirdisches Leben dort scheint sehr wahrscheinlich. Was der Inhalt der Botschaft war und warum außerirdische Lebensformen wohl schon im Juni 2043 antworten könnten, jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Eine Botschaft an mögliche Außerirdische zu schicken, diese Idee ist nicht neu. Wir haben ja hier über die Arecibo-Botschaft berichtet, die Mitte November 1974 vom Arecibo-Radioteleskop in Puerto Rico ins All gesendet wurde. Oder auch die Voyager Golden Records, also Datenplatten mit Infos in Form von Bildern und Audios, die im Jahr 1977 an Bord von Voyager 1 und 2 als Botschaften an außerirdische Lebensformen im Universum adressiert worden waren. Darauf unter anderem zu entdecken, Grußbotschaften in 55 verschiedenen Sprachen und Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Jetzt bekommen die Außerirdischen schon wieder Post von der Erde. Die Adresse Luiten Stern, ein roter Zwergstern in etwa 12,35 Lichtjahren Entfernung. Zu ihm gehören mindestens zwei Planeten. Einer von ihnen, GJ273b, ist theoretisch von außerirdischen Lebensformen bewohnbar. Abgeschickt wurde die Radiowellenbotschaft von einem IceCat-Radar im norwegischen Tromsø, initiiert von der Organisation METI, International Messaging to Extraterrestrial Intelligence, in Kooperation mit dem Sonar Music Festival und dem Institute of Space Studies of Catalonia. Und zwar im Oktober, genauer am 16., 17. und 18. und zwar dreimal fast die gleiche Nachricht. Inhaltlich unterscheidet sie sich allerdings stark von den bisherigen Nachrichten. Die aktuellen Botschaften haben laut einem Interview von Space.com mit dem METI-Präsidenten Douglas Wackoch nicht den Anspruch, enzyklopädisch zu sein. Stattdessen hat man sich auf mathematische und wissenschaftliche Inhalte konzentriert. Douglas Wackoch sagt weiter: Meine Befürchtung ist, dass wenn man versucht, alles zu kommunizieren, man am Ende gar nichts sagt. Und so müssen die potenziellen außerirdischen Empfänger sich mit unserer Idee von Mathematik herumschlagen. Denn die Nachricht beginnt mit einer Demonstration, wie wir zählen. Dann folgen die Grundrechenarten, sowie beispielsweise der Satz des Pythagoras. Die Nachricht erklärt außerdem auch noch die speziellen Wellen, aus denen sie besteht. Und das alles sollte nicht zu viel verlangt sein, wenn die Außerirdischen es, ebenso wie wir, geschafft haben sollten, ein Radioteleskop zu bauen. Dann wird die Nachricht an GJ273b aber auch noch richtig schön, denn dann gibt's neben den komplizierten mathematischen Berechnungen noch Musik. Und außerdem eine Art Deadline, denn die Botschaft verrät den potenziellen außerirdischen Lebensformen auch, wann sie uns am besten Fall antworten sollen, nämlich dann, wenn wir hinhören, und zwar am 21. Juni 2043. Dann also könnten wir also Post von GJ273b bekommen. Und natürlich gibt es auch hier Kritiker wie schon immer, seitdem wir versuchen, mit außerirdischen Lebensformen Kontakt aufzunehmen. Einige befürchten eine Invasion von höher entwickelten Lebewesen, die wir durch solche Nachrichten auf den Plan gerufen haben, die unsere Existenz also vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Physiker Stephen Hawking ist da zum Beispiel einer der Kritiker. Douglas Wackoch hält das aber für Unsinn. Es fällt mir wirklich schwer, mir ein Szenario auszumalen, in dem eine Zivilisation rund um den Lötenstern zwar die Fähigkeit entwickelt haben könnten, zur Erde zu gelangen und uns zu bedrohen, dennoch nicht schon längst unsere bisherigen unfreiwilligen TV-Radiosignale empfangen als solche erkannt haben könnte. METI will also weitermachen. Zum einen will die Organisation Botschaften auch an andere Sterne verschicken und zum anderen soll auch GJ273b noch einmal kontaktiert werden. Eine zweite Nachricht soll im April gesendet werden. Sie soll erklären, wie wir Menschen Musik verstehen. Außerirdische sind ja hier bei Klicksum immer wieder ein Thema. Wenn ihr kein Video dazu verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, nur dann verpasst ihr auch kein Video. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Aliens, der erste Kontakt. Sehr interessant, ansonsten bis dann. Bleibt dran.